Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Wir haben das letzte Mal, genau, die Felder hier ein klein wenig angelegt. Also ich habe nochmal zwei Felder vorbereitet für die zwei weiteren Sorten, die wir noch finden müssen. Ich vermute mal, dass es Tomaten sein werden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf komme, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist schon zu lang her. Von daher bin ich einfach mal gespannt, was kommen wird. Tja, und wir warten natürlich noch auf den Mist von unseren Leuten, dass die eben sich entleeren und uns ihre Nachterde geben, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, die habe ich ja erst, die habe ich erst geleert, ne? Ist okay. Okay, dann mache ich Folgendes, dann läuten wir einmal die Glocke. Papim, padim. So, damit steigen wir in die Stufe 4 des Dorfes. Pling! Die maximale Stufe erreicht. Bewohner haben unglaublich große Lust zu bauen. Ja, ist in Ordnung. Wir haben nochmal zwei freiwillige Sklaven. Und ich erfinde was und ich bin mal gespannt, was. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das Dach. Okay, und dann natürlich auch nochmal Kleidung. Du weißt ja so endlich, wie man Dachziegel herstellt, ja? Dann ist es spät, bestimmt auf dem Island des Erwachens, Dach über dem Kopf. Grüllende Grausentüße und Pubett. Ich platze gerade vor Baukraft. So geht es mir auch. Ich will einfach immer nur bauen und säen und dingsen und überhaupt uns geht's allen total super gut. So. Begrüße unsere Gäste. Ja, das mache ich. Servusler, natürlich kannst du dich anschließen. So, vielleicht können wir uns auseinanderhalten, den gleichen Hüte tragen, sind Bauern, deinen Glockenläuten eingetroffen sind, zweimal Leuten hören, ihr seid in Untergang geweiht, gerne verderben. Ihr wisst, dass ich das mittlerweile überspringe, weil es einfach sehr viel Text ist und es ist einfach nur ein bisschen Gelaber. Wie toll das doch ist, dass sie jetzt ja da sind und wir sind ja alles, die ganz üble Brut, weil wie können wir es nur wagen, dass wir hier bauen? Komm, Musik aus. Zack, gut. Jetzt geht mal fleißig auf den Topf, Mensch. Ich muss hier noch hier was herstellen für unseren Wurmi-Bruder. Ja, das möchte ich ja machen, Wurmfred. So, ich möchte gerne, wenn wir jetzt schon nicht auf Toilette gehen, dann möchte ich jetzt Folgendes hier machen, und zwar den Weg noch ein klein bisschen verändern. Das können wir machen. Wir machen quasi so diesen Dorfbrunnen draus. So, dazu brauche ich allerdings nochmal... Nein, platzieren. So. Das Ganze machen wir ringsrum. So, da nicht. Aber wir gehen mal ganz kurz in die... in den View hier. So, weil dann haben wir nämlich da zumindest noch. Und wie kann ich denn eigentlich... Business, glaube ich, hier einmal so und einmal so? Nee, auch nicht. Nee. Ich wollte nämlich am liebsten mal das Ganze weiter wegzoomen. Wenn das gehen würde, aber es geht nicht. So, das haut jetzt aber auch nicht so hin, ne? Weil da wird ja dann Wasser reinkommen. Überleg, überleg. Also hier sollen dann Treppen halt hin, ne? Ist klar, hier wird Holzboden sein. Und dann gehen hier Treppen hoch. Auf an diesen Brunnen. Weißt du was, wir machen die einfach weg und fertig.
So. Und dann machen wir da nochmal. Wir gehen nochmal in die Vogelansicht. Die Vogelansicht. In den Personal View. So. Damit hätten wir nämlich dann das. Dann geht der Weg quasi hier weiter. Da muss ich natürlich mir noch was einfallen lassen. Weil der Weg wird dann natürlich hier rumgehen. Ich hoffe zumindest, dass ich auch noch welche von den Dingern finde. Ansonsten muss ich tatsächlich nochmal zur Mühle und muss nochmal solche Dinger holen. Aber ich kann die ja nicht bauen. Die hätte ich ja jetzt dann schon gelernt, ne? Was? Fertigungsstation? Eine neue? Okay, aber da brauchen wir die Tomatoes, ne? Da, ne, trockenes Gras. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles aus dem hellen Holz machen soll. Das helle Holz ist eigentlich zum Dingsen. Vor allem, wie machen wir jetzt da das Dach? Soll ich ein ganz normales Dach machen? Aber wir können auf jeden Fall erst einmal austreten. Ich stecke in ernsten Schwierigkeiten. Echt? Sollen wir vielleicht eine dritte Toilette noch hinbauen? Weil ich glaube, die sind ja irgendwann weil irgendwann drehen die sich um und gehen, ne? Das heißt, es kann nicht jeder gehen. Ah, viel besser. Okay. Bonanzo geht als letztes rein. Okay, es sind alle reingegangen. Genau zur selben Zeit wie immer. Alles klar. Da tun wir mal einsammeln. Das sind zwei Häufchen. Und nochmal zwei Häufchen. Gut. Ah, dann können wir wenigstens das jetzt machen. Weil ich glaube, jetzt können wir dann die Quest abgeben. So, Wurmfutter. Dreimal können wir herstellen. So, und jetzt sollte unser Wurmifred. Ach so, ich muss ja für den das einfach mal platzieren, ne? Na, dann machen wir das doch einfach mal. Aber ist egal, jetzt haben wir auch schön viel. So, man hat ja hier wieder schön den Rahmen angegeben. Von daher machen wir doch einfach mal dahin. Dann kommt nämlich unser Würmchen. Großartig. Naja, komm, dann wandel mal um. Wir haben das Gras noch nichts gemacht, haben wir jetzt, ne? Graswurmfutter herstellen, ja, das weiß ich, liebe Güte. Hast du das Wurmfutter selbst hergestellt? Natürlich habe ich das selbst hergestellt. Was soll das heißen? Du weißt schon was. Höchst beeindruckend. Aus was für einem Scheiß man lauter Zeug basteln kann, ne? Ja, nicht übel. Komm, jetzt wandel um. Blumen, ich wollte schon immer mal Blumen sehen. Na los. Die brauchen wir auch. Moment, da kommt etwas. Ach nö. Ich glaube, die nächste Bagage, die hier kommt, die ist dann etwas schlimmlicher. Gut, warte mal, kann ich euch... Muss ich das vielleicht noch ein bisschen schöner machen hier? So, vielleicht ein bisschen größer. Ein bisschen verzierter. Ihr wisst schon, mit was ich verziehe, ne? Ach so, das ist dieser Pastor, der da so rumquäkt. Schaut irgendwie ein bisschen besser aus. Glaube ich zumindest. Ja, der Gegner kommt näher. Ich möchte aber eigentlich jetzt gar nicht mit dem Gegner irgendwas zu tun haben. Das
Das kommt rein. Die tue ich mal rein. Okay, es passt dann schon. So, die Dinger hier wollte ich auch platzieren. Zum Beispiel hier oder vor den Türen. Aber vor den Türen ist immer total bescheuert, weil die Bretter nämlich zwei breit sind. Da schaut es jetzt schon wieder besser aus. Ja. So, und da es jetzt dunkel ist, werde ich erstmal schlafen gehen. Weil das ist mir ein bisschen egal. Ob da ein Angriff kommt oder nicht. Aber andererseits, wir sollten es einfach machen und fertig. Dann haben wir den Angriff hinter uns. Aber... Malrot. Wo bist du? Der steht hier mittendrin. Komm her. Oh. Komm jetzt her. Gegenstand geben. Malrot erhält vom Puppet folgendes Stachelknüppel. Hau ihn halt weg. Schwing die Keule. Probier sie aus. Ja, schön. So, die Axt, die kann ja auch nur von Malrot verwendet werden, ne? Ja. Nein. Moment. Kuh. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, weil... Es sortiert immer die falschen Dinger mit ein. Aber ist egal. Dann brauchen wir noch ein paar... Schauen wir mal, was wir noch an Waffen herstellen können. Ich würde mir natürlich zu gerne, ne, diese Nadel machen. Ach, das geht sogar. Na dann, los geht's. Macht ihr die? Nice. Die würde ich mir natürlich auch gerne machen. Allerdings brauche ich Grasfasern. 16 Abwehr. Der Schildkrötenpanzer macht halt 23 Abwehr. Ne? Das heißt, wir holen uns mal noch ein bisschen Gras. Wie das klingt, ne? Ich gehe mal ein bisschen Gras holen. Ausrüsten. Und die bitte weg. Aber wie gesagt, ich brauche Gras. Da müsste was sein. Dankeschön. Ja, es bringt schon einiges, muss ich sagen. Wie viel Gras habe ich jetzt nochmal gebraucht? Ich weiß es nicht. Aber ist egal, wir brauchen generell noch ein bisschen. Ja, danke dir, Malrot. So. Jetzt haben wir eigentlich... Warum habe ich jetzt 99? Kann das sein? Oder habe ich jetzt da was Falsches? Ach, ich glaube, ich brauche die den Efeu, ne? Ich glaube, ich brauche den Efeu. Ach, Grasfaser. Ich brauche Efeu. Warte mal, dann gehe ich mal dahinter. Weil ich gehe nicht in den Kampf, wenn ich nicht die Rüstung habe. Ist da noch was? Efeu-mäßig ist. Da haben wir noch Efeu. Ne, das sind Seile. Moment. Von euch kriege ich ja nur Holz, ne? Habe ich denn jetzt noch mal das Gras bekommen? Wir waren da mein Dealer. Mein Grasdealer.
Du nicht, ne? Nee, ihr habt Öl. Von euch krieg ich Seile. Verdammt. Warte mal. Wir gehen mal ganz kurz ins Dingsbums rein, weil ich weiß es jetzt echt nicht. So, mal hier alles Neue wegmachen. Und da fehlt ja noch einiges, ne? Oh, die klassischen Säulen, die können wir auch machen. Ne, können wir noch nicht machen, aber wir haben es jetzt zumindest mal. Wahnsinn, wie viele neue Sachen jetzt da drin sind. Das sagt die Drakos. Da sind die Stacheldinger. Da. Grasfasern. Ein faseriger Faden, gefertigt aus... Muss ich fertigen? Wo geht's heim? Genau. Sammel mal einmal, Rot. Und ich esse mal was. Nee, die kann ich gar nicht herstellen. Die kriege ich von irgendwo her. Ach verdammt, pfeif drauf. Sorry dafür. Wir quatschen jetzt einfach mal mit Malrod. Nein. Ich schau mal ganz kurz, weil die haben jetzt alle das Zackenschwert, ne? Was? Gibt's noch ein anderes? Das ist Malrod? Malrod? Malrod. Angriff plus 4. Na super, die hat Angriff plus 28. Ne, dann sind wir bereit. Dann fighten wir eben. Der letzte große Kampf ist ewig her. Ja, ja. Schauen wir mal, ob wir ein Level up bekommen. Lasst euch halt nicht von dem Ding hier erwischen. Die Gebonsen. Wird gelähmt. Ja, wo habe ich denn? Ich bin elektrisiert. Du machst mich diesmal nicht mit Strom. So, nächste bitte. Die Schleimschnecken. Und, wer kommt jetzt? Ah. Nochmal diese blöden Wolken. Nein! Nein, nein, nein! Ich wollte gerade weg.
Bubit stirbt. Ja, Mai. Es kommt schon mal vor, ne? Ja. Los. Ja, wir sind kampfbereit. Ich muss nur diesmal ein bisschen früher mich schleichen. Da geht es mir hauptsächlich um diesen blöden Sturm. So, nächster bitte. Ups. Dummes Vieh, du Dummes. Oh, ich wollte jetzt gerade die Wolke wegmachen. Komm, stirb. Stirb. Also die Wahrscheinlichkeit besteht halt, dass meine Gegner sofort sterben, ne? Das ist... So, 38 Erfahrung. So, nächster bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Schaden. Aber gut, das war irgendwie ein Balken von einer anderen Schnecke davor. So, wer kommt jetzt? Oh, da ist ein großer ja dabei, ne? Aber ich würde sagen, trotzdem erstmal auf die Kleinen. Warte mal, ich esse mal was. Das bringt ja auch schon mal was, ne? Ich gehe gleich mal hier drauf. Warum rennst du jetzt gerade mir hinterher, du Troll? Weg, weg, weg. Aber es sollte auch der letzte sein, glaube ich. Yes. Und? Monster wurden besiegt. Jawohl. So gehört sich das. Und unsere Stufe erhöht sich. Das ist natürlich super. Bayreuth wird stärker und Bobette erreicht die Stufe 9. Ihre maximale LP erhöhen sich. Und ich kann was? Eine neue Anleitung. Oh, bitte irgendwas Vernünftiges. Ein Topfdeckel! Abwehr plus 5. Gewonnen. Meine Güte, Bobette, das war ein noch zäherer Kampf als der davor. Anscheinend haben die Kinder Hagons es wirklich auf uns abgesehen. Es ist bedauerlich, Rosi, und doch unvermeidlich. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Gebonzen, ich bin nur ein Pastor, aber Primat von Grünfeld. Momentan abwesend. Gottesgewächs überzeugen. Na gut, Al. Und anfangen uns zu helfen. Was? Okay, also wir wollen jetzt, dass er uns hilft, ne? Ein interessanter Vorschlag. Gut abgemacht. Komm schon, Bobette. Lass uns zwei weitere Feldfruchtsorten anbauen. So, also, wir brauchen zwei neue Quests. War ich gruselig, die Kinder Hagons angegriffen haben, ne? Bla bla. Genau, die alte Brücke. Da müssen wir jetzt halt hin. Und da gibt's dann eben die Tomaten. Und dafür brauchen wir dann die Stöcke. So, Rosie. Ich bin froh, dass wir uns verteidigen konnten. Kürbis. Okay, Kürbis müssen wir noch finden. Alles klar. So, und er... Ach gut, er macht das jetzt. Das ist doch schon mal nice. Weil dann kriegen wir nämlich so langsam unser... Feld. Verdammt, ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. Aber es sind immer 9 Felder. Ja, das wollte ich mal, oder?
bis dahin, glaube ich. Ja. Und dann können wir dann die nächsten machen. Und da dann den nächsten. Und der da? Na gut. Das läuft auf jeden Fall. Für einzelne Dinge kann ich ja dann zum Beispiel hier die Handsamen hinmachen. Aber da würde ich natürlich auch erst einmal dann hier welche hinplatzieren und dann... So. Jetzt haben wir das. Da hinten haben wir schon gemacht. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch das Holz, ne? Das ist ganz blöd, aber es bräuchte Holz. So, ich tue mal die Dinger hier ins Ding rein. Wir haben Weizensamen und Kohlsamen noch einstecken. Dann würde ich sagen, tun wir die auch einmal noch schnell in ihr Feld, wo sie hingehören. Ja, verdammt. Zack. Sind da keine mehr drin? Ne, da sind tatsächlich keine mehr drin. Okay. Aber mit dir habe ich schon... Ja, habe ich festgelegt, genau. Da haben wir den Kohl festgelegt, normalerweise. Ja. Und da müssten wir Zuckerrohr schon festgelegt haben, ohne dass ich jetzt... Nein, haben wir noch nicht. Aber jetzt. So, dieses Feld ist für Zuckerrohr. Und wir haben sogar noch 47 Zuckerrohrsamen. Perfekto. So. Wir brauchen noch ein bisschen was von diesen Holzstämmen. Was seid ihr da? Keine Ahnung, machen wir mal 300. Holz haben wir genug. Nämlich gerne. So, du kommst ja weg, ist klar. Na? Wie schnell er da ist, ne? Wir gehen einfach mal hier vor. Ich würde allerdings gerne, also hier vorne, das müsste ungefähr von der Breite her hinhauen. Könnte sogar noch eins weg. Da bin ich jetzt genau da drauf. Und da bin ich eins daneben, okay. Das sind 2, 4, 5, okay. Blumen gibt es hier leider keine, ne? Ah, da waren sie. Oh Mann, dass ich da nicht drauf gekommen bin, ne? Klar, die anderen, die waren ja immer verrottet. Und die ja in dem Fall nicht. Da hätte ich mir natürlich so einiges dann ersparen können. So, was ist mit dem Topfdeckel eigentlich? Machen wir uns halt mal. Und ich würde sagen, auch wenn das Ding hässlich ist wie die Nacht, wir machen uns einmal diese unter Dingsbums. So. Ausrüsten. Das schaut hässlich aus wie sonst was, ne? Also, was sie sich da dabei gedacht haben, das werde ich bis irgendwann nicht verstehen. Warum hat es jetzt das... Ausrüsten. Gut. So. Es ist zwar nicht ganz so schön, wenn ich das so mache, aber ich glaube, es ist schöner als ohne. Von daher ziehe ich jetzt tatsächlich
das mal hier entlang. Ich denke nämlich, das ist ganz okay. Ich hoffe nur, dass nicht irgendein blöder Wurm mich hier, irgendwie so eine Schnecke oder was, mich erwischt. Weil das ist nämlich immer bescheuert ohne Ende, wenn ich dann hier ansetzen darf. Aber das wisst ihr ja. Da müsste ich auch noch austauschen. Das werde ich auch noch machen bei Gelegenheit. Super. Das genau wollte ich nicht. Okay. Dann glocken wir mal die Leute wegen den Punkten. Ich will ja nichts platzieren. Ich will ja einmal läuten wegen den Herzchen. Jawohl, die bringen mir ja auch nichts mehr, ne? Was ist los? Wie geht's? Wie steht's? Finde ein paar Tomatensamen-Dingsbums. Machen wir schon. Das machen wir schon. Aber okay. Alles klar. Jetzt haben wir schon mal einiges geschafft. Würde ich sagen. Ja, mir gefällt's auch ganz gut. Soweit. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.